beschäftigt. Ich bin Flo, Nico und wir sind beim Fakt ist Bundesliga-Rückblick. Nummer 3. Nummer 3. Wir starten direkt mit HSV gegen RB Leipzig. HSV startet in die Partie mit 6 Punkten aus 2 Spielen. Jawohl. Krass. Hamburg spielt guten Fußball wieder. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass die Gistol nochmal langsam Früchte trägt. Ne? Letztes Jahr wurde noch gerettet, dieses Jahr kann er ein bisschen aufbauen. Und es sieht ganz gut aus. Ja, leider hat es nicht gereicht durch 2 individuelle krasse Tore. Nabi Keita, unglaublich geil. Alter, wie der das Ding reinfeuert aus was sind 25 Metern, das Ding schlägt einfach rein. Und dann, also wie Timo Werner dann nachher wegläuft nach dem, da sind sie, was ihr nicht gesehen habt. Ecke für HSV, gestocher im Strafraum des HSV. Kevin Campbell schlägt den Ball eher raus, als dass er dann irgendwie wegpasst. Und Timo Werner läuft in sich und läuft die doppelte Strecke von den 2 Verteidigern. Läuft er irgendwie so, kreuzt die nochmal. Und das schiebt das Ding dann da einfach mit, was ist er jetzt, 20 ist er, 21? Und schiebt das Ding so endlos souverän da rein nach einem 80-Meter-Sprint, dass ich denke, wow. Also der Junge ist nun wirklich on fire gerade. Und jetzt kommen wir direkt schon zur ersten Frage. Ist Timo Werner immer noch ein... Ja, gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, da war diese eine Situation, wo zuerst auf Elfmeter entschieden ist und der Videobeweis dann es zurückgenommen hat und es auf Eckball entschieden worden ist. Und in der Sekunde, als Timo Werner da fällt, war mein erster Gedanke nur, wenn der nicht richtig getroffen worden ist, dann reißt er gerade mit dem Arsch alles wieder ein, was er mit den Händen sich aufgebaut hat in den letzten Monaten. Ne? War aber dann in Ordnung, Videobeweis, Werner hat sich nicht beschwert. Fakt ist, in den letzten 3 Bundesliga-Partien zwischen HSV und RB Leipzig hat jeweils immer die Gastmannschaft gewonnen. Wir gehen in den Schwarzwald zum SC Freiburg gegen den BVB und da hat Nico was ganz Besonderes für euch. Richtig, denn dieses Spiel ist 0-0 ausgegangen, relativ highlightarm und dazu kann nur ein Mann was sagen. Und das ist unser Cleansee of the Week. Ja, Dankeschön Jürgen. Das Einzige, was man irgendwie aus dem Spiel mitnehmen kann, sind 2 Verletzte für Dortmund. Eine rote Karte für Freiburg und... Eine rote Karte nach Videobeweis, muss er dazu sagen. Das ist mir auch noch nicht diese Saison. Novum diese Saison. Und einige ganz gute Chancen, aber mehr auch nicht. Ja, also ganz ehrlich, Shoutout an Freiburg, Alter, wie die sich gewehrt haben ab der 30. Minute in Unterzahl. Fakt ist, zum ersten Mal seit der Datenerfassung in der Bundesliga hatte eine Mannschaft zwischenzeitlich 87% Ballbesitz. Dortmund. Ha! 87, dann nehme ich es zurück, dass beide mitleben können. Ich übernehme gerne, denn wir legen los mit Gladbach gegen Frankfurt, machen wir jetzt weiter. Ja genau, ich wollte nur als erstes sagen, davor 87. Duell zwischen den beiden in der Bundesliga. Und wir haben tatsächlich eine positive Bilanz gegen Gladbach, Frankfurt eine positive Bilanz. Und auch dieses Spiel war, ich sag mal, es war in Ordnung, dass wir in Führung gegangen sind. Ob wir es danach dann hätten über die Zeit retten müssen, darüber lässt sich bestimmt streiten, aber es war wichtig. Kevin Prinz Boateng mit seinem ersten Tor, nachdem er vorher einen Ball über die Linie geschoben hat, der sonst reingegangen wäre und das heute gezählt und weil er ihn rübergeschoben hat, war es abseits. Das war so ärgerlich. Hat man schon mal gesehen, sowas ist immer dumm, aber dann in der 13., 14. Minute macht er das ganz souverän und das erste Saisontor für die Eintracht. Richtig, wir haben jetzt ein und Torverhältnis von 1:1 nach 3 Spielen. Ja, kann man sich beschweren. Das ist eine gute Bilanz. Ja, wenn das so weitergeht, gehen wir mit 11:11 aus der Saison raus. Und wenn man nur 11 Gegentore kassiert, dann steht man meistens nicht ganz schlecht da. Fakt ist, saisonübergreifend war das seit... schau ich nochmal nach. So, für Frankfurt war das seit 6 Bundesligaspielen saisonübergreifend der erste Sieg. Ja. Das für Gladbach war es im Umkehrschluss... Also nicht im Umkehrschluss, aber umgekehrt war es für Gladbach die erste Saison-Niederlage seit 6 Bundesligaspielen. Ja, man muss bei der Eintracht ist es gefühlt der erste Sieg seit der Rückrunde der letzten Saison. Dann ging eigentlich überhaupt gar nichts mehr. Wir kommen zum Niedersachsen-Derby. Die Wölfe empfangen Hannover 96. Und es war schöner Fußball. Hätte man nicht erwartet. Bevor wir das Spiel besprechen, kannst du mir noch mal sagen, wie es ausgegangen ist? Das Spiel ist 1:1 ausgegangen mit Toren, mit einem Freistoßtor von Didavi. Oh ja. Und einem... Oh, der beschissenste Freistoß. Aber ich hab ja geschaut. Beschissenster Freistoß, den ich seit langem gesehen habe, dumm abgefällt. Halt einfach genau in die Mauer, aber trotzdem irgendwie dazwischen. Mhm. Und dann ein Dusel-Hackentor von Martin Harnik. Moment. Sag mal, was heißt denn Dusel-Hackentor? Das ist das Tor des Jahrhunderts. Also das beste Tor der Fußballgeschichte. Hacke-Doppeltunnel von Martin Harnik. Ob das scheiße aussah, das haben wir dahingestellt. Aber Hacke-Doppeltunnel, das ist das Beste, was jemals jemand gemacht hat. Mehr geht nicht. Martin Harnik, offiziell bester Fußballer der Welt. Nach Berliner Regeln, wenn man jemanden tunnelt, kriegt man entweder 2 Euro oder einen Döner. Irgendwo kriegst du 2 Nackenschellen. Ja,
Fakt ist, Gomez musste ja in der 40. Minute verletzt raus. Und natürlich, weil er Kapitän ist, musste die Kapitänsbinde abgegeben werden. Aber nicht etwa an Giavogui, Didavi oder, keine Ahnung, Arnold, sondern an Ignacio Camacho, der sein 4. Bundesligaspiel für Wolfsburg gemacht hat. Das ist spannend. Drittes Bundesligaspiel wahrscheinlich, oder? Drittes Spiel für Wolfsburg, aber viertes Spiel. Wir sind jetzt bei Augsburg gegen Köln. Und ich glaube, wir müssen uns nochmal rejustieren mit unserem 18. Platz am Ende der Saison mit Augsburg. Vielleicht können wir das da ein bisschen tauschen. Meinst du genau die beiden oder was? Genau die beiden, die ja gegeneinander angetreten sind, sind die Kandidaten im Moment. Ne? Da muss man ja, aber also Augsburg gewinnt 3-0. Scheiße, war Köln schlecht. 3-0, drei Tore für uns Abstiegskandidaten. Alle gegen einen Europa League-Aspiranten, der in der Woche gegen Arsenal spielen möchte. Ja. Und danach kommt Dortmund. Also bei Köln sieht es nicht so richtig rosig aus gerade. Was würdest du sagen, was da falsch läuft? Ich kann es nicht sagen. Also, okay, bis jetzt haben sie noch nicht geschafft, die Modestlücke zu schießen. Cordoba braucht noch ein bisschen. Ich glaube immer noch sehr an Cordoba. Ich glaube aber auch, dass Köln letztes Jahr deutlich über den eigenen Verhältnissen gespielt hat. Ich mag Köln wirklich gerne, aber sie waren ein bisschen drüber. Und das Schlimme ist ja, sie sind noch nicht in der Doppelbelastung. Sie spielen so, als hätten sie seit drei Monaten Doppelbelastung. Aber sie sind noch nicht so weit. Erst Donnerstag geht's los. Fakt ist, mit dem 2-0 besiegelte Finn Bogason das 2300. Gegentor des FC Köln in der Bundesliga und hat am Wochenende auch seinen ersten Dreierpack geschossen. Leute, wir kommen zu euren Kommentaren. Unter dem letzten Fakt ist Bundesliga Preview, das heißt für unsere Prognose, nicht unter dem letzten Spieltag, sondern unter der Prognose, hat Thorsten Legert geschrieben, es wird dich freuen, Thorsten Legert, schau da. Kevin Prinz Boateng wird Torschützenkönig. Hat er ja schon vorgelegt heute, am Wochenende mit 1-0. Ich brauche keinen Torschützenkönig, Kevin Prinz Boateng. Ich nehme es gerne, aber weil wir ja nur 11 Tore schießen diese Saison, wird es halt wahrscheinlich nicht reichen, aber es reicht trotzdem für einen internationalen Platz. Schau der doch. Nächste, ich habe hier so einen super netten Kommentar, der auch zur Hannover-Situation passt. Oh yeah. Freegamer 2.0 schreibt, Hannover wird niemals absteigen. darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Also vielleicht auf Hannover wird niemals absteigen. Niemals ist hochgegriffen, aber vielleicht diese Saison nicht. Aber ich meine, als Hannover-Fan, wenn man da nicht irgendwie so ein quarzgesteuertes Gehirn hat, was irgendwie alles löscht nach einem Jahr, dann sollte man die Erinnerung haben, dass Hannover schon mal abgestiegen ist. Trampelt hier mit 2M schreibt, Köln wird nicht 15. und auch nicht 12., sondern unter den Top 10. Hey, lass doch einfach den letzten Spieltag für sich sprechen an der Stelle. PC Awesome. Oh, und der schreibt, mit 54 Daumen nach oben hat der Kommentar bekommen, könnt ihr so einen Tipp wie letzte Woche auch für andere Ligen oder die Champions League machen? Und darunter schreiben alle, ja, das wäre mal was, geile Idee. Was sagst du dazu? Bin online, jederzeit. Ja, bin auch voll offen dafür. Gut, dass du es ansprichst, weil Dienstag sind wir wieder live, auch bei unserer Champions League Preview also mit mir und Kumpel Malte, der war schon mal hier. Und wir werden euch da ein bisschen was über das Spiel erzählen. Und alles, wenn ihr Angeberwissen braucht für das Spiel, einschalten ab 19:30 Uhr. Wann sind wir live am Dienstag? Halb acht. 19:30 Uhr sind wir live am Dienstag. Gleiche Stelle, gleiche Welle, wie man sagt, kommt dazu. Und wenn ihr es nicht verpassen wollt, oder andere Videos nicht verpassen wollt, dann einfach abonnieren, weil wir machen diesen Rückblick und am Freitag sogar nochmal eine Vorschau jede Woche. Also, richtig. Einfach mal auf den Abonnieren-Button klicken. Mainz gegen Leverkusen. Ich habe mir dazu einfach so wenig aufgeschrieben, weil es einfach irgendwie nichts gibt, außer dass Leverkusen irgendwie unglücklich ist. Mit 0 Punkten geht Mainz in dieses Duell, mit 1 Punkt geht Bayern in dieses Duell und man dachte sich vorher so, ja, da kann ja nicht wirklich viel passieren. Warum haben wir Leverkusen nochmal international getippt? Ich habe keine Ahnung. Die haben so gut, also die haben gegen Bayern super gespielt. Natürlich ist es 3-1 ausgegangen, war scheiße. Und gegen wen auch immer die am zweiten Spieltag gespielt haben, kann ich mich erinnern, fand ich die auch gut. Mainz schien das ordentlich gemacht zu haben und mehr kann ich nicht sagen. Ja, also Leverkusen geht in Führung 1-0. Dann irgendwie war gut und dann brechen sie ein. Ja, warum auch immer. Leistungseinbruch, nicht mehr und nicht weniger. Tar, den alle in den Himmel loben. Okay, der war jetzt letzte Saison die Hälfte der Saison verletzt. Der war lange verletzt, muss man sagen. Aber trotzdem, irgendwie von einem Nationalspieler erwarte ich mehr. Ja. Leverkusen erwartet mehr von sich. Leverkusen muss mehr bringen und Heiko Herrlich ist einer meiner Kandidaten für die erste Trainerentlassung der Saison, tatsächlich. Fakt ist, das war Leverkusens schlechtester Saisonstart aller Zeiten. Woo! Ein einziger Punkt nach 3 Spielen und 8 Gegentore, die meisten der Liga bisher.
8 Gegentore. 8 Gegentore. So viel haben wir gegen Bayern 3 zur Halbzeit. Gegen Mainz 3 und gegen wen auch immer die am zweiten Spieltag gespielt haben, auch 2. Genau gegen dieses Team. Gegen dein Team. Ich weiß, es ist genau dein Team und du hast uns gerade, aber wir uns nicht daran erinnern können, wer es war. Tut mir leid. Darf ich? Du darfst, gerne. Hoffenheim gegen Bayern, Topspiel am Samstagabend und der Game-Winner ist nicht Doppelpack-Torschütze Marc Uth, sondern der Balljunge. Der Balljunge, der den Ball vorm 1:0 eingeworfen hat. Ich habe noch nie einen schnelleren Einwurf gesehen, Ballrückwurf zum Spieler gesehen. Doch, habe ich schon gesehen und zwar bei Hertha gegen Bayer Leverkusen letzte Saison. Aber wir sind jetzt bei TSG. Ja, wie gesagt, dieser Balljunge wirft den Ball super schnell dazu, wer auch immer es war. Und Marc Uth verstreckt dann mit einem unglaublichen Finish. Alter, links aufs Torwart-Eck schlägt der Ball kurzen Pfosten richtig, bei Neuer ein. Hat man lange nicht gesehen, dass Neuer sowas kassiert. Aber Marc Uth hat einfach eine geisteskranke Klebe. Das muss man immer lassen. Ne? Da muss man einfach auch sagen, Mats Hummels, nachdem er schlägt den Ball da fast unnötig noch so weit nach vorne. Und das kostet ihn dann die Zeit, die am Ende fehlt, wenn der Einwurf kommt, um dann pünktlich da zu sein. Aber da hat die komplette Bayern-Abwehr geschlafen. Auf jeden Fall. Und ich glaube, man kann einfach sagen, Hoffenheim hat sich das verdient. Aber wir freuen uns auch einfach nur, wenn Bayern früh stolpert. Das ist doch einfach nur gut. Nur gut für die Bundesliga. Gut für die Bundesliga, schlecht für Bayern-Fans. Und jetzt wird wieder kommen, oh, ihr hatet Bayern. Nein, wir hassen Bayern nicht. Aber jetzt wird die Bundesliga endlich mal wieder spannend. Mhm. Und Thomas Müller war wieder in der Startformation. Er ist da. Thomas Müller war in der Startformation und hat katastrophal gespielt. Er war wirklich erst. Er hatte zur Halbzeit, wenn mich nicht alles täuscht, er hatte zur Halbzeit, glaube ich, 0% seiner Zweikämpfe gewonnen. 20% im ganzen Spiel hat er gewonnen. Das war, naja gut, aber ich freue mich, dass er gespielt hat. Fakt ist, Marc Uth ist der erste Hoffenheimer, der einen Doppelpack gegen Bayern hinbekommen hat. Du machst die Bundesliga wieder spannend, Marc. Mach so weiter. Dankeschön. Für dein Trikot hasse ich dich gerade so ein bisschen. Ich will ganz ehrlich sein, der einzige Grund, warum ich das Trikot heute anziehe, anhabe, ist, um dich zu ärgern. Dankeschön, Nico. 1:1 Hertha gegen Bremen. Bremen ist ja irgendwie generell immer so ein Angstgegner bei uns, keine Ahnung warum. Wir sind Aufbaugegner für Bremen, die hauen uns immer weg. Dieses Mal konnten wir sogar in Führung gehen. Matthew Leckie, unser Ingolstädter Traum. Das ist der Einzige, der bisher für Hertha Tore geschossen hat. Drei Tore diese Saison jetzt. Damit hat er genauso viel wie in vorher 71 Bundesligaspielen insgesamt. Ey, keine Ahnung. Das Tor jetzt wirklich, da war er einfach cleverer. Hat er schnell reagiert. Bibiana Steinhaus, Schiedsrichterin dieses Spiels, hat schöne Auslegung der Vorteilregel da. Und er läuft einfach hinten rum um Verteidiger und kann das Ding frei einschieben. Danke Matthew, danke Ingolstadt, dass ihr uns den gegeben habt. Richtig. Genau, wo du gerade schon bei Bibi warst, da muss man ja natürlich drüber reden. Gutes Debüt für sie und richtige Entscheidung. Ich bin da ganz im Ernst, es kann überhaupt nicht schaden. Wir haben eine Bundeskanzlerin, warum soll man keine Schiedsrichterin haben, wie Christian Streich gesagt hat. Bin ich komplett bei ihm. Und auch erwähnenswert für Werder Bremen, das Tor von Thomas Delaney, der übrigens, wenn man die Länderspiele jetzt mitzählt, hat der 5 Tore in den letzten 3 Spielen gemacht. Der hat nämlich 4 Tore in der Länderspielpause gemacht. Oh. Ja, in 2 Spielen. Fakt ist, Werder punktet das erste Mal wieder in der Bundesliga seit April diesen Jahres. Und damals war es auch gegen die Hertha. Das ist so traurig. Wow. Die sind so ein Aufbaugegner für die. Tja. Stuttgart gegen den VfB, man kennt's. Und Schalke hat auch noch mitgespielt. Ein 3-Team-Clash auf Schalke, 2-mal gegen Stuttgart. 3:1 für Schalke am Ende. Der Videoschiedsrichter hat eingegriffen. Erst wollte, ich weiß gar nicht, wer der Schiedsrichter war, auf jeden Fall war es ein klarer Kontakt von irgendwem gegen irgendwen, nach 90 Sekunden schon. Ich glaube, Amin Harit war da beteiligt oder so. Aber Videoschiedsrichter sagt Elfmeter, gibt den Elfmeter 1:0 für Schalke. Ich habe die Situation auch vor Augen, muss man ganz klar sagen, war die richtige Entscheidung im Endeffekt. Er versucht den Ball wegzuschlagen, ist zu langsam und schickt den Gegenspieler weg. Ja. Und dann ist es halt, ja, schwierig, was soll man machen? Ist halt Elfmeter dann. Ne? Bentaleb mit Glück. Kurzer Exkurs, jetzt wo man ja den Videobeweis zu Hilfe nimmt, der aber trotzdem noch nicht fertig ist. Mit den Abseitskalibrierungen und so. Was sagst du dazu? Sollte man den jetzt erstmal einstellen oder sollte man den eigentlich weiter so nehmen und dann eben nicht mit dem Abseits? Ich will ganz ehrlich sein, ich habe keine Lösung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Wie schwierig ist das? Ich kann die Linie einzeichnen, halt das Bild an, gib mir ein Lineal. Also die ganze Regie von ZDF, von Eurosport, was weiß ich, die haben doch alle diese Linien.
Warum können die Videoschiedsrichter die nicht auch haben? Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, was sagt ihr zum Videoschiedsrichter. Jetzt gehen wir aber zurück zu Schalke gegen Stuttgart, das 3-2-1 ausgegangen ist. Aber viel mehr würde ich da auch, weiß ich dazu gar nicht mehr. Ich habe auch nur die Highlights gesehen und es war eine souveräne Leistung von Schalke. Naldo war wieder geil. Ach so, Naldo, das ist nämlich unser Fakt. Denn Naldo, Fakt ist, an seinem 35. Geburtstag schießt er sein erstes Heimtor für Schalke, das gleichzeitig sein 40. Bundesliga-Tor ist. Und er war ganz kurz davor, noch ein zweites zu machen, hat einen Freistoß an die Latte geballert, Alter, ein Riesenstrahl. Und ich erinnere mich, der hat irgendwann vor ein paar Jahren mal 2 oder 3 Tore gegen die Eintracht geschossen in einem Spiel. Ja, 2 Freistöße und 1 Kopfball oder sowas. Das waren 9 Spiele, wir sind durch. Die wichtigsten Fakten, die wir mitnehmen, TSG ist besser als Bayern, BVB ist nicht besser als Freiburg und Timo Werner ist vielleicht doch kein Und wenn du nichts mehr zu sagen hast, Köln steigt krachend ab, das wissen wir inzwischen auch. Und morgen 19.30 Uhr, genau hier, Champions League Preview mit mir und Malte, seid dabei. Und so viel von mir. Ja, das war's auch von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Oh Gott, war das dein Ernst? Dafür gebt ihr bitte ein Video.